Hallo Leute, ich bin's Martin von Dann und in diesem Video gibt es mal wieder vier kleine Outdoor-Hacks, die dir vielleicht dabei helfen, deine Touren ein bisschen leichter zu machen. Die Themen, um die es heute geht, sind Trekkingstöcke, Messer, Zeckenschutz und Töpfe. Und wenn da was für dich dabei ist, dann bleib bis zum Ende dran. Anfangen möchte ich heute mit einem Trekkingstock-Trick. Und zwar ist es so, dass ich ein Zelt habe, was relativ hoch ist, 1,60 Meter, und das stelle ich mit Trekkingstöcken auf. Auch meine Tarps stelle ich mit Trekkingstöcken auf. Und meine Trekkingstöcke sind in der Höhe verstellbar. Also Clipsies, dann kann ich die so ausfahren an zwei Stellen. Aber soweit ich die auch ausfahre, die werden nicht lang genug, um damit ein Zelt aufzustellen, das 1,60 Meter groß ist. Auch beim Tarp ist es so, dass natürlich dann der Trekkingstock, wenn ich den als Stütze verwende, die maximale Höhe des Trekkingstocks auch die maximale Höhe des Tarps diktiert. Es gibt einen kleinen Trick, um da drum herum zu kommen. Und zwar fahre ich das eine Element komplett aus. Das unterste Element nehme ich ab und ersetze das durch ein kleines Alurohr. Das habe ich aus dem Baumarkt abgesägt. Dann nehme ich einen zweiten Trekkingstock und mit dem mache ich exakt das gleiche. Stecke das hier drauf. Fahre das obere Ende komplett aus. Und dann komme ich auf ungefähr, ist größer als ich, ne? Auf 1,85. Und habe eine Stange, die nicht aus drei Trekkingstock-Elementen besteht, sondern aus 4. Das Teil, was ich dazu verwende, ist ein Aluminiumrohr aus dem Baumarkt. Das kommt als Meter und es wird dann einfach abgesägt. Ich muss natürlich darauf achten, dass der Außendurchmesser von diesem Rohr der gleiche Außendurchmesser ist wie das unterste Stück vom Trekkingstock. Und jetzt ist das hier 15 cm lang, wiegt 13 Gramm. Und wenn ich dieses sehr hohe Zelt mitnehme, das ich habe, oder ich mir denke, ich möchte gerne meinen Tarp höher abspannen, dann packe ich das Teil in den Beutel, in dem auch meine Heringe sind, und habe das dann immer dabei. Das ist mein Trick Nummer 1 für heute. Trekkingstöcke verlängern mit einem kleinen Alurohr. Bei dem zweiten Tipp, den ich heute dabei habe, geht es um Messer. Mein Go-To-Messer, das ist das, was ich eigentlich immer dabei habe, ist das Victorinox Bantam. Das hat einmal eine Klinge und das hat so ein Multitool-Dosenöffner-Ding. Und das ist das Messer, was ich allermeistens dabei habe. Auf manchen Touren möchte ich eine Säge dabei haben. Da nehme ich ein Messer mit etwas sehr Ähnliches. Und das ist eigentlich ein Kinderschnitzmesser. Das heißt My First Victorinox. Und es hat eine Klinge in etwa der gleichen Größe. Aber diese Klinge hat eine runde Spitze. Brauche ich nicht unbedingt, das ist okay für mich. Dann hat es das gleiche Tool hier wie das Bantam auch, aber zusätzlich zum Bantam, und das ist nun der wesentliche Unterschied, ist hier einfach noch diese kleine Taschenmessersäge dran. Das ist auch ein sehr schönes Messer. Jetzt weiß ich aber, dass viele Leute ganz, ganz kleine Messer oder sogar gar kein Messer mitnehmen, und was viele da benutzen, ist das Victorinox Classic. Das ist ein kleines Victorinox, ich habe das gar nicht, weil ich finde es nicht so cool. Denn da ist irgendwie eine Schere dran, die brauche ich nicht, und da ist eine Nagelfeile dran, die brauche ich nicht, und sowas packe ich dann auch nicht ein. Das kleinste Messer, das ich mir einpacke, hat all das nicht. Und vielleicht haben das noch nicht alle auf dem Schirm. Das ist das Opinel Nummer 2. Das ist wirklich ein kleines Messer, und wenn es dir nur darum geht, eine kleine Klinge dabei zu haben, um damit vielleicht mal eine Verpackung aufzuschneiden oder einen Käse zu schneiden, dann reicht das völlig aus. Und dieses Messer hat eine Klingenlänge von 3,5 cm und wiegt in der Carbon-Variante 4 Gramm. Und ich finde, 4 Gramm ist nicht zu schwer für ein Messer. Es ist natürlich völlig klar, das ist kein Messer für schwere Arbeiten. Aber es ist scharf und es tut seinen Job im Rahmen seiner Möglichkeiten gut. Falls dich sowas interessiert, ich habe dir natürlich die ganze Ausrüstung aus diesem Video
wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Der nächste Tipp, den ich dabei habe, der betrifft dieses Zeug hier. Kennt ihr alle? Das ist so Zecken- und Mücken-Sprühzeug. So ein klassisches Item, das vergesse ich zu Hause. Und dann kaufe ich es mir bei jeder Tour neu. Und ich habe so eine ganze Kaskade mittlerweile von dem Zeug. Und so die Standardgröße davon sind 100 Milliliter Flaschen. Und ich fand immer, dass das relativ viel Gewicht ist, was ich damit mir herumtrage, wenn ich so eine 100 Milliliter Flasche dabei habe. Also habe ich mir überlegt, was mache ich, um dann ein bisschen Gewicht einzusparen, und habe damit angefangen, mich tagsüber, wenn es eigentlich keine Mücken gibt, nicht mehr komplett mit diesem Zeug einzusprühen, sondern nur noch meine Beine einzusprühen, um mich gegen Zecken zu schützen. Und dadurch verbrauche ich davon viel weniger und komme dann auch mit einer kleineren Flasche aus. Es gibt manche dieser Mittel auch in so 50 Milliliter Flaschen, und die habe ich mittlerweile standardmäßig dabei, wenn ich längere Touren mache. Ich komme mit so einer 50 Milliliter Flasche, wenn ich damit sparsam umgehe und mich damit nicht einnebel, sondern nur so die Beine damit benetze, 10 bis 14 Tage aus. Und wer schon die anderen Tipps und Tricks Videos gesehen hat, der weiß von diesen 10 Milliliter Sprühflaschen. Und da fülle ich mir das rein, wenn ich nur ein Wochenende unterwegs bin. Das reicht dicke aus, um sich gegen Zecken zu schützen und sich dann abends in der Dämmerung, wenn die Mücken dann rauskommen, auch ein bisschen die Arme einzusprühen. Dafür langt das. Ich bin mir sicher, dass du auch noch ein paar super praktische Tricks auf Lager hast. Und ich fände es toll, wenn du die mit uns in den Kommentaren teilen würdest. Mich interessiert, was du für Ausrüstungsgegenstände benutzt, die den Leuten vielleicht nicht sofort in den Sinn kommen, wenn sie an Outdoor-Ausrüstung denken. Mich interessiert, mit welchen Tricks du Ausrüstungsgewicht einsparst. Und mich interessiert, wie du vielleicht sehr teure Outdoor-Ausrüstung austauscht gegen irgendwas Selbstgebautes, Kleines, Leichtes, das nicht sofort ein kleines Loch in die Kasse reißt. Kommentier das gerne. Die vierte Sache, um die es heute geht, betrifft diese Töpfe. Die werdet ihr alle schon mal gesehen haben. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Diese ist aus Titan, die gibt es aber auch aus Alu oder aus Edelstahl. Die sind ganz toll, man kann super darin kochen. Es ist nun aber so, dass ich auf meinen Touren manchmal gar nicht kochen möchte, sondern mir einfach Couscous oder Kartoffelbrei in kaltem Wasser einweichen möchte, und dann muss es eine Weile ziehen. Und das Problem an diesen Töpfen ist, die sind nicht dicht. Wenn ich hier irgendwas reintue und die packe ich dann in meinen Rucksack, dann läuft das aus. Aus diesem Grund sind sogenannte Cold Soaking Container ein relativ intensiv diskutiertes Thema im Ultraleicht-Tracking. Und die Leute benutzen da verschiedene verschließbare Gefäße für, durch so Eisbecher, die man zuschrauben kann. Manche Leute benutzen so, wie heißt es, Eistee-Container, und die kann man auch wieder zuschrauben. Und mich hat das alles nicht so wahnsinnig glücklich gemacht, weil die kann ich dann zuschrauben, aber dann habe ich ein zuschraubbares Gefäß, auf dem kann ich aber wiederum nicht kochen. Das heißt, ich muss, wenn ich beides machen will, zwei Gefäße dabei haben. Das macht mich nicht sonderlich glücklich. Und dann habe ich im Internet Folgendes gefunden, nämlich das hier. Das ist eine Aludose. Und diese Aludose ist verschraubbar. Und zwar dicht verschraubbar. Wasserdicht verschraubbar. Die hat 500 Milliliter Volumen und die wiegt 43 Gramm. Das ist sehr, sehr leicht. Selbst für einen Cold Soaking Container ist das ein gutes Gewicht. Ich kann das Ding hier, wie gesagt, verschließen. Man kann dann, wenn es denn mal sein muss, da auch nochmal 500 Milliliter Wasser extra mitnehmen, wenn man so ein Ding dabei hat. Und es ist übertrieben billig. Ich glaube, ich habe das im Vierer- oder Fünfer-Pack gekauft. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Und es hat 10 Euro gekostet. Also diese Dinger kosten 2,50, 3 Euro, so um den Dreh. Verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung, wenn du daran interessiert bist. Das Problem, was ich mit dieser Dose hatte, war, die war mir ein bisschen klein. Ja, dieser Topf hier hat 650 Milliliter Volumen. Das ist mir manchmal schon ein bisschen knapp gewesen zum Essen. Das hier sind 500 Milliliter Volumen. Also nicht so richtig die Größe, die ich brauchte. Also habe ich mich nochmal umgeguckt
und habe solche Dosen gefunden. Das gleiche in groß. Diese Dose hier wiegt 55 Gramm. Ist wasserdicht verschließbar mit einem Schraubdeckel und ist ein super Cold Soaking Container von der Größe her, vom Gewicht her, alles einwandfrei. Das Zeug ist zu, ja, ich kann da reintun, was auch immer ich möchte, dann werfe ich das in den Rucksack, das kann auch umkippen, da passiert überhaupt nichts. Und theoretisch könnte man mit diesen Dingern auch kochen, wenn es da nicht ein Problem gäbe, die sind beschichtet. Die sind fürs Cold Soaking hervorragend geeignet, so wie sie sind. Aber beim Kochen, wenn man die Dinger heiß macht, dann löst sich da so eine Kunststoffbeschichtung. Die sind einfach, damit die schöner sind, mit Kunststoff überzogen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders förderlich ist für die Gesundheit, wenn man diesen Kunststoff mit isst. Darum habe ich mir eine dieser Dosen genommen und die abgeschliffen. Wiegt nach wie vor 55 Gramm. Ich bin da mit dem Schleifpad rein und jetzt habe ich hier eine Dose, die von innen unbeschichtet ist. Von unten mittlerweile auch. Da war viel Feuer dran. Und habe jetzt einen Alutopf, den ich verschrauben kann, wasserfest. Mit einem Volumen von 750 Millilitern, der 55 Gramm wiegt und ich glaube, wenn du was findest, das das gleiche kann und weniger wiegt, dann bin ich daran auf jeden Fall sehr interessiert. Schreib mir das gerne in die Kommentare und lass es mich wissen. Das ist mein vierter Tipp für heute. Titanbecher sind super, Alubecher sind leichter. Alubecher, die man verschrauben kann, sind dazu noch dicht. Und wenn man da noch die Beschichtung rausschleift, dann hat man einen super leichten Cold Soaking Container, auf dem man auch kochen kann. Zu einem unschlagbaren Preis. Ich glaube, diese 750 Milliliter Dinger, die kosten 3-4 Stück auch 10 Euro. Auch sehr, sehr günstig. Wenn ich mir meinen Kaffee nicht gerade in Aludosen heiß mache, dann kaufe ich mir den einfach im Café. Und wenn du Lust hast, den Fortbestand dieses Kanals ein bisschen zu unterstützen, dann schau doch mal auf meiner bei mir Coffee Page vorbei. Die verlinke ich dir in der Videobeschreibung unter dem Video. Und wenn du mehr wissen möchtest über das Thema Ultraleicht-Trekking, Wandern, Outdoor-Tipps und Tricks, all diese Themen, um die es hier auf dem Kanal geht, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Das ist jetzt hier irgendwo verlinkt. Bis gleich!